Die Tempelreinigung. Eine Geschichte aus dem Leben Jesu. Eines Tages ging Jesus in den Tempel. Das ist so etwas wie heute eine große Kirche. Im Tempel waren viele Stände aufgebaut, in denen Händler Tiere verkauften und Geld wechselten. Als Jesus das sah, wurde er wütend. Er ging zu den Ständen, warf sie um und ließ die Tiere frei. Dieser Ort soll ein Ort des Gebets sein, ein Ort, an dem Menschen mit Gott reden können. Ihr habt daraus einen Jahrmarkt gemacht. Den Leitern des Tempels gefiel nicht, was Jesus da getan hatte, weil sie natürlich von den Händlern profitierten. Sie überlegten sich von da an, wie sie Jesus loswerden konnten.